Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem besonderen Video. Heute werde ich live für euch vor laufender Kamera ein Channeling mit der geistigen Welt machen. Das heißt, ich werde die geistige Welt um eine Botschaft bitten, die sie mir weitergibt, damit ich sie euch weitergeben kann. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert und was das für eine Botschaft ist, dann bleib weiterhin dran. Hallo, mein Name ist Cynthia Detzler. Ich bin ein Jenseitskontaktmedium, Speaker und medialer Coach. In tausenden von gegebenen Jenseitskontakten erzählen mir die Vorausgegangenen von ihrem Leben, von dem, was in ihrem Leben passiert ist, von Ereignissen, was gerade bei ihren Liebsten stattfindet. Aber ich bin nicht nur über Jenseitskontakte mit der geistigen Welt verbunden, sondern ich suche aktiv die Kommunikation mit der geistigen Welt und die geistige Welt gibt mir Botschaften durch. Und da dürft ihr heute dran teilhaben. Das ist aber kein Schreiben, wie man es normalerweise kennt, denn ich bin ein Schreibmedium. Wenn ich schreibe, hier ist mein Jenseitskontakt, sieht das so aus. Alles, was ihr hier seht, sind Informationen, die ich dazu geschrieben habe, die ich durchbekommen habe. Das hier ist für mich nur ein Hilfsmittel, damit ich weiß, aha, die geistige Welt ist da, die Anbindung steht, denn die geistige Welt führt meine Hand. Gleichzeitig ist aber das, was durchkommt in meinem Kopf, während ich schreibe, und das spreche ich aus. Ihr bekommt das jetzt ganz live mit. Ich werde immer noch da sein, ich werde nicht in Trance sein oder in fremden Stimmen sprechen. Es kann sich manchmal aber ein bisschen komisch anhören, weil je nachdem, wie die Energie ist, kann es sein, dass ich lauter spreche, dass ich weniger laut spreche, dass ich schnell spreche, dass ich langsam spreche. Das kommt immer ganz darauf an, wie die Energie einfach auf mich trifft. Ich wollte, dass das ungefiltert ist. Ich wollte das nicht aufarbeiten, so dass ihr wirklich dabei seid, wenn ich channele. Ich wollte es nicht aufhübschen, sondern es so rein übertragen, so wie es bei mir ankommt. Das ist manchmal für manche ein bisschen befremdlich. Das kann ein bisschen komisch für den einen oder anderen wirken oder spooky. Aber mir passiert nichts. Ich bin immer noch da mit meinem ganzen Bewusstsein. Ich mache nur Platz. Ich fahre mein Bewusstsein etwas herunter, sodass die geistige Welt durch mich sprechen kann. Und da möchte ich euch heute dran teilhaben. Ich weiß nicht, wer da durchkommt. Ich nehme alles in Liebe und Dankbarkeit an, weil es ein riesengroßes Geschenk ist, dass wir so kommunizieren können. Ich erfrage auch nicht, wer ist da, ist jetzt die Maria Magdalena da oder ist der Saint-Germain da. Für mich sind die Aussagen aus der geistigen Welt alle wichtig. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, das sind Dämonen, das sind irgendwelche schlechten Energien, die das vorgaukeln, du darfst das denken. Für mich ist das nicht so. Dafür habe ich zu viele Beweise in Jenseitskontakten bekommen, wo mir ja die Hinterbliebenen ganz genau bestätigt haben, dass es so war. Und von wem sollte es denn kommen, wenn nicht von dem Verstorbenen selbst? Für mich gibt es auch keine bösen Geister in der geistigen Welt. Für mich gibt es keine Dämonen. Das macht für mich alles keinen Sinn. Wenn du daran glaubst, dann darfst du das. Aber bei mir hat das keinen Platz. Dann kommen wir mal zu dem wichtigen Geschehen. Ich werde jetzt die geistige Welt einfach darum bitten, uns eine Botschaft zu geben. Liebe geistige Welt, wir würden uns sehr freuen, ich würde mich sehr freuen über eine Botschaft von euch. Was möchtet ihr uns jetzt gerade sagen? Gibt es etwas, was wichtig für uns ist? Gibt es etwas, das ihr uns mitteilen wollt? Ich bin voller Liebe und voller Dankbarkeit über alles, was ihr uns gebt, weil es ein riesengroßes Geschenk ist. Ich bin voller Demut, voller Dankbarkeit, weil es eine unglaubliche Möglichkeit ist, mit euch zu kommunizieren. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich mich eingeschwungen habe. Ihr werdet es sehen. Die geistige Welt führt auch jetzt schon meine Hand, aber das braucht ein bisschen, so ein bisschen, bis der Sender so ein bisschen eingestellt ist, so könnte man es sagen. Danke, danke, wir danken, wir danken. Wir dürfen sprechen, wir dürfen zu euch sprechen. Wir sprechen gerne zu euch, wir sprechen gerne zu euch. Wir sind mit euch verbunden. Wir sind an eurer Seite. Wir sind immer mit euch und bei euch, nur in einem anderen Frequenzbereich. Ihr könnt es euch vorstellen, dass wir mitten unter euch sind und in einer gleichen Art und Weise kommunizieren, so wie jetzt ihr hier seht, wie kommuniziert wird. Wir kommunizieren über Schwingungen, die wir jetzt auch Cynthia übertragen. Das kann man sehr gut an dem Schriftbild erkennen,
das sie euch gerne nachher zeigen kann. Wir möchten euch sagen, dass ihr im Moment schwierige Phasen durchlaufen werdet. Es zählt alles zu dem Prozess der Transformation, die nun geschieht. Man könnte sagen, das Alte wird abgelegt und das Neue darf entstehen. Aber immer, wenn Neues entsteht und Altes geht, ist das ein schwieriger Prozess, durch den ihr gehen müsst. Seht es so, wie dass ihr ein bisschen in die Pubertät kommt. Ihr habt einen Übergang zur Zeit, der etwas vergleichbar ist mit der Pubertät. Wenn ihr vom Kindsein ins Jugendalter überwechselt, dann ist das ein schwieriger Prozess, der euch sehr durcheinander wirbelt, weil ihr merkt, dass das Alte keinen Bestand mehr hat, euer Kindsein abgelegt werden muss, um in das jugendliche Alter hineinzutreten, in das Vorerwachsensein. Aber ihr kennt euch mit diesem Erwachsensein noch nicht aus. Ihr wart so lange in der Rolle des Kindes. Merkt aber, dass diese Art und Weise des Lebens nicht mehr zu euch passt, da im Außen sowie im Innen eine Wandlung stattgefunden hat. Und genau in diesem Prozess befindet ihr euch gerade. Ihr wandelt euch. Ihr kommt von den Kinderschuhen hinein in eine andere Phase. Ihr legt das ab, was ihr gekannt habt, und das ist schwierig. Die Frequenzen verändern sich und so verändert sich das Außen, und weil das Außen in der Frequenz sich verändert, verändert sich auch euer Inneres. Habt keine Angst, dass ihr diese Frequenzen nicht mitnehmen könntet, dass ihr diese nicht umsetzen könntet. Ihr seid gerade in der Stufe dabei, etwas höher zu steigen. Aber das geschieht in einem langsamen Prozess, weil es ist wie mit den Kindern, mit der Pubertät, mit dem Erwachsenenalter zu vergleichen. Ihr geht durch viele Stationen hindurch. Es ist nicht so, dass ihr gleich vom Baby ins Erwachsene hinübergeht. Das habt ihr auf Erden auch nicht getan. Auch das ist eine Evolutionssache. Auch das ist eine Entwicklung, die ihr durchlauft. Ihr durchlauft, lauft. Ihr durchlauft diese Entwicklungen. Ihr durchläuft diese Entwicklungen. Es kann natürlich nicht sein, dass gleich alles so ist, wie wenn ihr als Baby auf die Welt kommt und gleichzeitig dann schon erwachsen seid. Diese Prozesse würden euch durcheinander bringen. Diese Prozesse würden euch durcheinander wirbeln. Es muss Schritt für Schritt passieren. Und nochmals, keine Angst, keiner bleibt zurück. Ihr geht alle mit. Die Schwingung erhöht sich und ihr erhöht eure innere Schwingung. Es ist auch ein bisschen ein ganz natürlicher Prozess, den ihr jetzt durchlauft, weil die Zeit gekommen ist, dass ihr euch weiterentwickelt habt. Ihr dürft entscheiden, ihr dürft wählen, ihr dürft entscheiden, ob ihr diesen Prozess mitmacht. Euer Körper kann es, euer Geist kann es. Nur ihr müsst die bewusste Entscheidung treffen, dass ihr da mitgehen wollt. Ihr könnt auch weiterhin auf der Schwingung bleiben, so wie manche immer noch sehr in ihrem kindlichen Anteil sind, obwohl sie vielleicht schon Jugendliche sind, junge Erwachsene, aber immer noch in diesem Kindchenschema sind. Ihr dürft in diesen Schematiken bleiben. Ihr dürft in diesen Schemas bleiben. Ihr dürft das. Ihr müsst nicht mitgehen. Ihr dürft diesen Bewusstseinssprung mitmachen. Aber ihr müsst nicht. Es ist eure Entscheidung, ob ihr diesen Weg, Schritte, wie ihr lernt zu laufen. So ist es auch in der Entwicklung in ein höheres Bewusstsein. Es sind Schritte, die gehen manchmal nach vorne, manchmal nach hinten, manchmal fallt ihr, dann steht ihr wieder auf. Es ist eure Entscheidung, wie ihr diese Schritte gehen wollt. Ihr dürft sie in eurem Tempo gehen.
aber seid gewiss, ihr geht sie, wenn ihr sie wollt, ihr geht sie, wenn ihr sie wollt. Ich mache mal hier einen ganz kurzen Break, weil ihr merkt, das ist manchmal so ein bisschen vorwärts, rückwärts, manchmal wiederholt es sich. Das ist einfach so, wie die Schwingung hier auf mich drauf trifft. Ne? Und so sieht das dann aus, wenn diese Schwingung mich trifft. Ja, sie wird dann eigentlich praktisch so übergeleitet in meine Hand und ich schreibe. Ja? Okay, schauen wir mal weiter. Versteht ihr, was wir sagen wollen? Ihr seid in Entwicklungsstufen und ihr habt jetzt die Möglichkeit, die neue Entwicklungsstufe anzugehen. So wie wenn ihr aus dem Kindesalter in das Jugendalter übergeht. Dadurch wird euch mehr Wissen zuteil. Wir senden euch mehr Wissen. Ihr werdet anderes besser verstehen. Ihr werdet angehoben ein Stück weit in euren Energien, damit ihr diese Energien, die jetzt auf die Erde treffen, besser umsetzen könnt, damit ihr wisst, um was es geht. Es geht darum, damit ihr wisst, um was es geht. Damit ihr wisst, um was es geht. Es geht darum, dass ihr nun bereit seid, mehr zuzulassen, ein breiteres Spektrum zuzulassen. Wir beobachten mit Wohlwollen, mit Liebe die Menschen, die sich hingebungsvoll der geistigen Welt zuwenden, die bereit sind zu lernen, die aber auch genau wissen, dass Lernen auch bedeutet, dass man manchmal Rückschritte hat. Nochmal, wir vergleichen es mit einem Kind, das laufen lernt. Da seid ihr auch öfters gefallen, aber ihr habt euch nicht aufhalten lassen, denn schließlich lauft ihr alle. Ihr habt euch nicht entmutigen lassen, lasst euch nicht entmutigen. Auch nicht von Außeneinflüsse, die versuchen, euch ins Stolpern zu bringen. So dass ihr fallen mögt. Aber wir fangen euch auf, Wir sind in Liebe und Dankbarkeit an eurer Seite, denn auch wir haben diese Wege gewählt. Auch wir waren ein Teil, der dazu beigetragen hat, dass ihr nun auf dieser Stufe steht. Wir haben auch Vorarbeit geleistet. Wer ist wir? Wir sind Seelen, wir sind viele, wir sind im Verbund, haben nur Liebes im Sinn, haben nur Gutes im Sinn. Ihr merkt immer, wenn Gutes im Sinn ist. Ihr merkt es, ihr merkt dieses Channeling, mit dem ihr in Resonanz geht, wie gut es sich anfühlt auf eurer Körperebene, Wenn wir mit euch in Kommunikation sind, dann seid ihr erhoben, dann seid ihr voller Freude, dann seid ihr voller Liebe. Natürlich kann das physische System ein bisschen rebellieren. Es kann sein, dass ihr Schwindel erfahrt. Es kann sein, dass ihr etwas Kopfschmerz erfahrt. Es kann sein, dass ihr euch etwas krank fühlt auf der physischen Ebene, denn euer Körper wächst. Erinnert euch an eure Pubertät. Das ist auch nicht ohne Schmerzen abgegangen. Ihr hattet viele körperliche Merkmale, die euch gezeigt haben, dass ihr nun in eine neue Phase hineintreten werdet, die euren Körper verändert. Und so verändern wir auch euren Körper. Auf eine gesunde Art und Weise. Trotzdem muss euer physischer Körper sich an dieses Schwingungspotenzial anpassen. Und das kann mit körperlichen Problematiken einhergehen. Also schont euch auch gut. Gebt eurem Körper viel Gutes, viel Wasser. Wasser ist gut. Wasser ist heilig. Wasser. Segnet das Wasser. Ihr braucht dazu keinen Pfarrer. Segnet das Wasser. Das Wasser ist Leben. Trinkt viel Wasser. Wir würden viel Wasser trinken, wenn wir auf der Erde sind. Viel Wasser. Wasser ist sehr gut. Unbehandeltes Wasser, reines, klares Wasser hilft euch beim Übergang in eine neue Dimension, Aber es sind Schritte, denkt daran, es sind Schritte, kleine Schritte, die ihr geht. Ihr werdet nicht vom Kindesalter hinein katapultiert in das Erwachsenealter. So geht es nicht, so ist es nicht. Ihr seid jetzt auf einem neuen Schritt, ihr legt die Kinderschuhe ab und geht hinüber ins Jugendalter, ins jugendliche Alter. Probiert euch aus. Es ist jetzt eine Zeit, an der ihr euch ausprobieren dürft. Ihr dürft viele Dinge probieren. Ihr dürft euch vernetzen. Auch jetzt ist die Zeit des Vernetzens da. Es ist die Zeit des Untereinanders, miteinander Agierens da. Seid liebevoll in der Kommunikation. Seid liebevoll. Habt liebevolle Energien miteinander. Ihr alle seid verbunden. Ihr alle seid im Verbund. Ihr seid wunderbare Wesen, Seelenwesen, die den Weg der Inkarnation gewählt haben im Verbund.
Stützt euch, unterstützt euch gegenseitig. Es ist wichtig, dass ihr ein Feld der Liebe kreiert. Es ist wichtig, dass ihr ein Feld der Liebe kreiert. Denn nur dann können diese Schwingungspotenziale auf euch treffen und das Liebevolle und das Gute in euch noch weiter nach vorne bringen. Es sind die liebevollen Schwingungen, die wir euch schicken. Es ist das Liebevolle, das wir euch geben. Denn Liebe, Liebe ist die einzige Kraft im Universum. Es ist wichtig, dass ihr liebevoll miteinander umgeht. Mit Menschen, mit Tieren, mit Pflanzen. Besonders mit den Tieren. Die Tiere sind so wichtig. Bedingungslose Meister der Liebe. Bedingungslose Meister der Liebe. Schaut sie euch an. Ihr könnt viel davon lernen. Natürlich ist das Naturreich auch nicht immer einfach. Auch unter den Tieren herrscht der Stärkere. Aber es ist Instinkthandeln. Es ist das Instinkthandeln, das ein Tier hat. Ein Tier tötet nicht aus Lust, sondern weil es den Instinkt hat, seinen Hunger zu stillen. Viele Seelenpläne, die ihr hier geht, brauchen einfach auch ein Stück weit diese niederschwingenden Energien, damit ihr Seelen voneinander, miteinander partizipieren könnt und lernen könnt. Das ist nicht immer einfach im Menschlichen zu greifen. Also kreiert immer ein Feld der Liebe, wenn ihr dazu in der Lage seid. Es ist nötig, dass ihr das Feld der Liebe aufrecht haltet. Das Feld der Liebe. Wow, Wahnsinn, toll. Ich muss mir natürlich jetzt auch erstmal das Channeling ansehen, weil ich nicht weiß, was da durch mich durchläuft. Ich kannte jetzt nicht mehr sagen, was ich am Anfang gesagt habe, weil ihr seht, das geht sehr schnell auch, ja. Und das war schon sehr energisch. Und ich hoffe, dass euch so ein bisschen die Botschaft weiterhilft, dass ihr seht. Also ich kann es ja euch mal ein bisschen erklären, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Ne? Meine Interpretation, meine Erklärung. Ihr könnt das natürlich ganz anders sehen. Für mich ist ganz klar, dass sie uns sagen wollen, ja, wir entwickeln uns weiter, aber es ist nicht so, dass wir so einen Riesensprung machen, weil das würde nicht gehen. Ja, das würde nicht gehen, das würden wir wahrscheinlich körperlich nicht aushalten und das würde auch mit unserer Psyche vielleicht nicht im Einklang stehen. Und ich fand das sehr gut, dass sie das so gewählt haben, mit dem Beispiel vom Kind, vom Kindesalter in die Pubertät zu gehen, ja. Da waren wir auch oft konfus und durcheinander. Und stellt euch vor, ihr wärt ein Baby gewesen und wärt gleich erwachsen gewesen. Da hätte euch ja ganz viel dazwischen gefehlt. Ganz viel an Entwicklungspotenzial gefehlt. Und deswegen geht ihr in kleinen Schritten. Jetzt sind wir vom Baby, wir waren Babys, sind in den Kinderschuhen gewesen. Jetzt gehen wir von den Kinderschuhen in das jugendliche Alter. Und dann gehen wir von dem jugendlichen Alter in das Erwachsenenalter. Und dann vom Erwachsenenalter dann halt in das Reifealter. Und so ist auch dieser Schritt. Es werden die Energien angehoben, ja. Wir gehen da auch alle mit und das fand ich sehr beruhigend. Ich fand das jetzt sehr schön, dass sie gesagt haben, habt keine Angst, ihr geht alle mit. Ihr geht alle mit, wenn ihr das wollt. Ihr könnt alle mitgehen, ihr seid dazu in der Lage. Ihr seid dazu in der Lage, diesen Schritt zu gehen, wenn ihr das wollt. Ihr dürft aber auch gerne hier in diesen Energien verhaftet bleiben, in den kindlichen Anteilen bleiben, wenn ihr das möchtet für diese Reise jetzt, die ihr gewählt habt. Aber ich fand es schön zu hören, dass sie uns praktisch sagen, hey, jeder geht mit, wenn er will. Ihr müsst das nicht, das ist euer freier Wille. Ja, was wieder schön ist, dass wir den freien Willen haben, dass wir da mitgehen können, aber es nicht müssen. Aber dass wir alle in der Lage dazu sind, mir juckt das Auge gerade, entschuldigt, dass wir alle in der Lage dazu sind, mitzugehen. Das fand ich echt toll, dass da keiner zurückbleibt, wenn er nicht will. Das hört man ja öfters auch, ne? Man sagt ja, nur die dürfen aufsteigen oder die sind jetzt bereit. Nein, wir sind alle kollektiv bereit dazu. Also wir können das, wenn wir das wollen. Wenn ihr das wollt, kreiert immer das Feld der Liebe. Seid liebevoll miteinander, dann kann diese Schwingung besser wirken. Und klar gibt es körperliche Symptome, wie bei eurer Pubertät. Ne? Da gab es dann auch Knieschmerzen, man hatte Kopfschmerzen, weil der Körper und die Psyche sich verändert haben. Und so verändert sich jetzt auch euer Körper, eure Psyche, euer Geist. Es wird angehoben, es kommt eine andere Schwingungsfrequenz. Aber ich fand es auch so toll, dass sie gesagt haben, sie sind mit uns. Sie sind bei uns. Sie kommunizieren auf einer Schwingungsfrequenz, so wie wir das auch machen. So wie sie es mir jetzt hier weitergegeben haben. Also ich fand das mega spannend, dass sie das so schön weitergegeben haben. Jeder, der möchte, kann mitgehen. Keiner wird zurückgelassen, wenn er das nicht will. Ihr dürft halt entscheiden. Steigt ihr in den Bus ein und fahrt mit, macht ihr diese Reise oder bleibt ihr da, wo ihr seid.
Das dürft ihr selbst entscheiden. Und das finde ich mega. Das ist nämlich das, was man freier Wille nennt. Und das haben sie uns auch mitgegeben, einen freien Willen. Wir haben hier einen freien Willen zu tun, was wir wollen. Gewisse Seelenpläne, wenn wir die gehen, die wollen wir gehen, weil wir ja da was lernen wollen, ja? Und das haben sie auch gesagt. Wir brauchen manchmal auch niederschwingende Energien, damit wir was lernen, damit andere uns wieder was zeigen. Sage ich jetzt mal, ein Gewaltverbrechen passiert. Habe ich ja jetzt in letzter Zeit ganz viel darüber gesprochen. Ist jetzt halt kollektiv im Netz. Also im Äther praktisch, ne? Dass ihr versteht, was Seelenpläne sind, dass das kein Schicksal ist, dass das nicht willkürlich ist, dass das nicht ist, wo man man euch mit bestrafen will oder böses Karma, sondern bewusst gewählte Wege, die ihr gehen könnt. Aber auch hier ist der freie Wille. Ihr könnt das auch lassen. Aber ich sage immer, die Seelenpläne, die gehe ich, weil ich möchte das ja lernen. Und was ich vielleicht jetzt nicht schaffe, nehme ich eine andere Inkarnation mit, ja? Es kann ja auch sein, dass ich das alles hier nicht schaffe, weil manchmal fällt man ja auch hin, wie Sie gesagt haben. Und da muss man wieder aufstehen und wieder weitermachen. Auch in diesen Entwicklungsprozessen zum Hören, zu mehr Geistigkeit, zu mehr Vernetztheit, zu mehr, ja, in den Geist kommen. Nicht mehr so sehr in der Materie sein, sondern mehr im Geist sein. Das sind Schritte, ja. Manchmal fällt man, da muss man wieder aufstehen. So wie wir das gelernt haben, als wir laufen gelernt haben, haben sie toll erzählt, toll, toll begleitet. Ihr habt ja nicht aufgehört zu laufen. Ja, also auch wenn es schwierig wird in diesen Prozessen, wo ihr euch verändert, wo ihr ja eine Stufe höher geht, ja, wo ihr reifer werdet, Dinge ganz anders umsetzen könnt, weil ihr ganz anders denkt, überlegt euch das mal. Ihr habt das gemerkt, ihr wart manchmal noch im Kindsanteil, habt noch ein bisschen im Kindsanteil gedacht und dann habt ihr aber schon gemerkt, hey, da verändert sich was. Ich denke ganz anders und ich bin jetzt 50 Jahre alt. Also ich denke heute ganz anders, als ich das mit 20 gemacht habe. Natürlich, weil mein Leben dazwischen kam und ich viel gelernt habe. Und so lernt ihr auch bei euren Seelenplänen und so lernt ihr auch bei diesem Aufstieg, wie das ist. Ich fand das jetzt toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Und wenn ihr wollt und ihr möchtet gerne mehr solche Channelings und ich soll das regelmäßig machen, dann schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Ja? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Ich danke euch. Bleibt im Feld der Liebe, so wie die geistige Welt es gesagt hat. Zieht eure gesunden Grenzen, das dürft ihr. Das hat damit gar nichts zu tun. Ihr müsst euch nicht auf den Füßen herumtreten lassen. Aber versucht immer so in der liebevollen Schwingung zu sein. Auch wenn es nicht immer einfach ist da draußen gerade. Die ganze Welt ist im Umbruch. Die geht von den Kinderschuhen jetzt ins jugendliche Alter. Ja, ihr Lieben, ich danke euch. Herzlichst, eure Cynthia. Tschüss.